So, erst Etage 5, speichern Etage 6. Aber wie kann er denn sonst Hanf oder GPUs farmen? Die glauben, dass wir alle Handwerker sind und alles wissen. Naja, ihr seid ja auch, was das, also generell, was das Thema angeht, wahrscheinlich deutlich wissender als andere. Ob das funktionieren würde, so weiß ich ja nicht. So, jetzt sind wir wieder auf unserem Flur. Ja. Jetzt müssten wir eigentlich mal gucken. Ah, guck mal, ein Leichensack. Zimmer 303. Und der muss die fünfte Etage durchqueren. Wir müssten eigentlich kurz mal gucken, ob es hier irgendeine Kiste gab, die man noch öffnen musste. Hier ist nichts. Wir sind ja belehrter als normale Sterbliche, aber die Ideen, ich brauche eine Steckdose, die Platz für 9 Adern hat. Bitte was? Ja, das ist natürlich noch eine ganz andere Hausnummer. War das vorher auch schon so? Wenn das vorher auch schon so war... Nicht Phobie. Ach so, benutze die Taschenlampe 15 Minuten lang im Spiel. Okay. Aber das wird in der IT nicht anders sein. Ja, es geht, ne? In der IT hast du den Vorteil, dass viele Leute gewisse Dinge einfach gar nicht hinbekommen. Ne? Ich höre hier irgendwen atmen. Gab's? Und das sind nur die, so dumm sind zu fragen. Gibt genug, die im Internet einfach Zeug bestellen und sich die... Genau. Und dann einfach machen. Mann, ey. Was ist das jetzt? Töte 10 Feinde. Schön. Schön, schön, schön. Da bin ich wieder. Sorry fürs Nicht-Dasein. Alles Gute, Icarus. Kein Grund zu entschuldigen.
Was Feines? Was hast du denn Feines zum Snacken geholt? Rate mal, was ich gerade snacke. Etwas, was ich mir heute aus dem Ikea gegönnt habe. Wenn du mir jetzt sagst, diese kleinen Zimtrollen, dann finde ich das ganz doof, dass du uns nichts mitgebracht hast. Du hättest uns ja wenigstens auch was mitbringen können. Ja, da ist eine Uhr drauf, ne? Genau, die Gifte. Boah, die sind so geil. Du hast doch an den Pathfinding-Algorithmus gedacht, oder? Ja klar, was? Gerade bei dem Vieh? Der war halt einfach aufgeschmissen irgendwie. So, das ist der Beginn. The beginning. Home sweet home. Immer noch leer. Okay. Hier haben wir auf jeden Fall nichts. Können wir mal kurz hier runterspinksen? Was soll das? Das war der Gang mit dem komischen Viecher, ne? Oh, Gottes Willen! Wisst ihr, was Schlimmes? Seit ca. 3 Jahren habe ich direkt vor der Arbeit ein Ikea stehen und habe es noch nie geschafft, dort reinzugehen. Wieso hast du das denn noch nie geschafft? Das klingt jetzt irgendwie komisch, weil... Ach, Moment, hier ist das Ding, ne? Wo ich immer noch nicht weiß, wie ich das öffnen soll. Ich glaube ja weiterhin, dass wir irgendwie eine gewisse Anzahl von den Fächern aufmachen müssen. Weil ich immer zu faul war, keine Zeit hatte, kein Geld hatte, etc. Ausreden, Ausreden, Ausreden. Man kann auch ohne Geld zu Ikea gehen. Genau, das war der alte Gang. Blaue Karte. Wir sind jetzt... Wir müssen Etage 4 sein, ne? 0175 3 0 1 7 5. Sind wir doch schon in die Etage? Wir sind noch mal eins runtergegangen, ne? Dann ist es dann tatsächlich das. 4, 2, 3, 5, 3, 1.
In der fünften? Sechs, vier, fünf, acht, zwei, null. So, ich bin mal raus für heute. Ich wünsche noch einen schönen Abend und Reststream. Morgen leider Hintergrunddienst. Hoffe mal, dass ich nicht gebraucht werde. Dann drücke ich dir die Daumen, dass du trotz allem einen freien Tag hast. Das heißt, glaube ich, Hintergrunddienst. Vielen Dank fürs Zuschauen, Ciavo. Und ja, ich wünsche dir einen hoffentlich eine doch trotzdem noch angenehme Restwoche. Und nicht vergessen, für Freitag werde ich mich noch melden, ob ich 19 Uhr schaffe oder ob es doch ein Ticken später wird. Aber das ist am Freitag das geringste Problem, weil wir immer relativ lange streamen. So, 6. 6, 4, 5, 8, 2, 0. Tüdelüt! Sorry, ich bin abgelenkt, weil ich gerade Twitter befeuere. Oh, was schreibst du auf Twitter? Da bin ich gespannt. Ich erinnere mich noch gut an den letzten, wir kaufen nicht viel Ikea-Besuch. Naja, aber du bist ja zu Ikea gegangen und hattest wenigstens das Geld. Oh, ein Schachbrett. Hi. Wie soll ich mir das denn jetzt aufschreiben? Moment. Wo ist denn die... die Königin? Interessant. Wenn ich nicht angerufen werde, habe ich erst Sonntag wieder Dienst. Damit könnte ich mich anfreunden. Das könnte, das, ja, würde ich mich auch mit anfreunden können. Screenshot haben wir. Auch wenn ich immer ein bisschen doof bin, mir das anzeigen zu lassen. Aber das ist im Endeffekt 1, 2, 3, 4, das ist der vierte Bauer von rechts. Der vierte Bauer von rechts. Das ist der Springer rechts. Nee, nicht der Springer, der Läufer. Springer ist das Pferd. Läufer rechts. Und das ist die Königin. Glaube ich. Musst du erst hochladen, kannst dann aber auf privat stellen. Dann kannst du es in groß angucken. Ja, mal gucken, vielleicht schaffen wir es auch so. Ich schau mal. Was? Kann es sein, dass hier die Zahnräder draufkommen? Ich vermute mal, dass hier die Zahnräder draufkommen. Der passt ja so gar nicht hier rein. So, jetzt bin ich aber weg. Alles klar, Ciavo. Gute Nacht und ich drücke die Daumen, dass du nicht angerufen wirst. Ist das jetzt die 20? Das passt nicht. Tja. Sieben Todsünden. Da muss ein Buch rein. Da muss ein Buch rein. Sieben Todsünden. Sechs Jahre. Einer flog über das Kokosnest. Eine Geschichte aus zwei. Das Bermuda-Dreieck. Ja, ist hier oben vielleicht auch ein Speicherpunkt, weil... das wäre jetzt echt bescheiden, wenn du immer hin und her rennen müsstest.
Wäre ja viel, viel besser mit einem Speicherpunkt. Okay, meine Vermutung ist, unten geht's weiter. Splash! Noch mehr? Das braucht ein bisschen Renovierung. Kennst echt gar nichts. Sehr fein. Metalltor in der 6. Etage. Ey, mein Inventar ist komplett voll. Und das ist die 6. Etage. Das könnte ich öffnen, wenn ich Platz hätte. Heißt ablegen, wegwerfen? Offensichtlich heißt das wegwerfen. Splash, wir will noch mal, wir hatten noch nicht. Ja, das ist jetzt die Seite. Okay. So, 6. Etage. 6 ist 775492. Sieben, sieben, fünf, vier, neun, zwei. Aber nicht nett. Ah. Da ist ein Revolver. Das sind die Revolverhelden. Was für die Tür? Auf in die Etage 5. So, ich bin auch mal weg. Bis zur Rattenparty. Alles klar, Xoim. Ich wünsche dir auch vielen Dank fürs Zuschauen und genieße den Donnerstag. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken.
Die würde ich erstmal hier reinlegen. Drei Musketiere brauche ich. Das Zahnrad nehme ich mal mit. Kann ich die doch mitnehmen? Die Brechstange lasse ich mal hier. Müssen wir uns im Zweifel halt wiederholen. Das bedeutet jetzt wieder rauf. Und wir müssen immer noch in Etage 3. Das Böde der Verbandskasten ist futsch. Ja. Und der ist, glaube ich, auch weg. Gut, hier ist ein Schloss, was wir noch nicht öffnen können. Das ist eine Kiste, die sich nicht bewegen, nicht öffnen und nichts tun lässt. Das Bad geht nicht auf. Und die gehen auch beide nicht auf. Was? Moment, was geht? Ich sag's dir ganz konkret. Wieder eins runter. Da hinten ist aber auch ein Flackerlicht. Also eins von den Upgrade-Dingern. Ach, das Schachbrett. Wir hätten das Schachbrett oben auch lösen können. So, ganz kurz. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist das Brett? Da ist das Brett. Wir müssen noch zwei von den Dingern finden. So wenig Worte, so viel Musik. Von wem ist denn das? Ich habe auch Angst. Da ist eine Axt in der Tür. Ich habe auch Angst, wenn es irgendwann den Moment gibt, wo wir die öffnen können, weil das bedeutet, wir können in jeden Raum reingehen, den wir irgendwo mal gesehen haben. Das waren viele. Okay, wir gehen ganz kurz mal nach oben das Schach lösen. Also hoffentlich lösen. Fanta 4, okay. Ich hätte jetzt Fanta 4 vermutet, aber boah, wie lange habe ich das Lied von, die da schon nicht mehr gehört? Ewig. Das wird auch selten auf Partys gespielt. So, der steht schon. Der stand da. Nee. Da ist ein Zahnrad. Hallöchen. Jetzt ist es zu spät. Singt. Achso, jetzt habe ich alte Lieder im Kopf. Das ist immer gut, wenn man alte Lieder im Kopf hat, Wölkchen. Wie nimmt man denn das Ding da raus? Sehr fein.
Sonst war hier oben nichts. Jetzt haben wir Zahnrad Nummer 2. Eins fehlt noch. Da lang. Die Frage ist, haben wir die Safe-Kombination? Haben wir die Safe-Kombination? Hierfür brauchen wir einen Schlüssel. Den haben wir ja offensichtlich nicht. Gut, die Safe-Kombination könnte auch hierher kommen. Weil, ne, wobei, das sind Buchstaben. Du magst ihn nur, weil er ein Auto hat und nicht, wie ich, ein klappriges Damenrad. Doch eines Tages werde ich mich rächen. Ach, Ohrwürmer, sind das nicht schöne Dinger? Ha. Dreißig rechts, 10 links, 5 rechts. 30, 10, 5. Dreißig. 10. Nee. Hä? Da. 7, 6, 3. Das ist jetzt einfach nach Zahlenreihenfolge. Das Dreieck, die drei Musketiere, Schlachthof Nummer 5. Mit dem tauschen. 7 ist das letzte. Oh. Hi. Erkennst du das Lied? Oh, da bin ich ganz schlecht wirklich. Also ich erkenne es nicht. Ich bin in sowas sehr schlecht. Plus 5, okay. Ich habe mich schon gefragt, wie man das hinbekommt, dass das sonst mehr wird. TFM. Ich habe ja die blanke Vermutung. TFM ist hierfür. Das muss auf TFM stehen. Bye bye, Jule. Es ist vorbei. Ärzte zu spät. Mhm. Wir gehen mal nach unten, weil ich tatsächlich nicht weiß, ob es hier weitergeht.
Alter, das war ein Hit, du spanisch-portugiesisches Drecksding. Ich glaube, du musst die nicht, ist egal, ob du die ins Herz triffst, du musst die 4-5 mal anschießen. Drecksack. Da hinten wubbelt auch so ein Kack rum. Schrotti. Schrotti Munitioni. Pistolenmunition. Wieso bist du wieder da? Ach, keine... Wo, lad mal nach. Drecksack! Hey, was? Brasilianisch-Portugiesisch, wenn ja? Ja, irgendwas. Ich weiß ja nicht, was die hier sprechen. Ich glaube, Portugiesisch ist richtig gewesen, oder? Das ist ernsthaft eins von den Liedern, wo ich mir die Instrumental nehmen würde, um selbst nochmal reinzusingen. Weil es A resoniert und B meine Stimme das Lied auch resonieren kann. Seltene Kombi. Ach, die Pumpgun. Ja. Mit der Pumpgun in der Hand, Mann. Der Pumpgun-Song. Wer hat das Lied nicht im Kopf? Also hier ist es ja nicht so hübsch, ne? Die Toilette ist hier übergelaufen. Nur so mal am Rande. Freie Wahl ist eine Illusion. So. Ja, so heißt ja die komische Sekte von denen. Nerven tut das Brüderlein, Schwiegermutter, was? Schmiegemutter will nicht heim. Einmal drücken, ganz den Kugeln, kann man fliegen sehen. Mit dir würde ich gerne mal Karaoke singen. Ich glaube, wir hängen etwa in derselben Stimmlage. Ich kann nur nicht singen. Dumm nur, dass ich zu Karaoke nur bereit bin, wenn ich so blau bin, dass ich mich weigere, Karaoke zu singen, weil ich zu weit raus bin. Ja, ich kann nicht singen. Ich kann keinen Ton halten. Ich kann nur einen Tonkrug halten. Egal, einfach singen. Nee, dafür müsste ich auch sehr besoffen sein. Und dann würde es eh nicht mehr funktionieren. Und jetzt? Was? What? What? Ah, Jesus Christ, that was close. I better hurry and find this damn 709 key before he comes back. Wo bin ich denn jetzt? Kann es sein, dass das der Raum von eben ist?
Vierter Flur. Hä? War das nicht nur drehen irgendwie in die richtige Richtung? Ich konnte vor dem Stimmbruch relativ hoch singen, fast wie ein Opernsänger. Aber der Frauenstimmbruch, so minimal der auch sein mag, nahm mir meine hohe Stimme. Ja gut, aber das ist ja auch Frauen haben Stimmbruch. Das ist mal wieder ein Zimmerschlüssel-Ding. Das hatten wir schon länger nicht mehr. Das Schlimme in dem Spiel ist tatsächlich, man muss sich unheimlich viele Zwischendinge merken. Da lang kannst du gehen, da lang kannst du gehen, das kannst du machen, dort gehen kannst du gehen. Das ist schon hart. Also so kann man auch in die dritte Etage gehen. Und in die zweite. Warum? Warum? Ich lege mal die Karten ab. Ich habe keine Ahnung, ob ich die brauche. Es ist auf jeden Fall kein Speicherpunkt. Fick dich. Alter, das ist so eine geile Idee mit dem RAM, aber auch gleichzeitig so beschissen. Da fliegt mir immer die Hutkrempe weg. Nee, nee. Nee, nee. Moin Cola, Hallöchen. Hallo? Mit der Pumpgun in der Hand, ja? Wie lange bleibst du noch on? Bis ungefähr eins. Bis ungefähr eins. So wie immer. Also bis 1 Uhr auf jeden Fall. Für mehr möchte ich nicht garantieren. Also ganz ehrlich, ihr müsst wirklich mal mit euren Putzleuten quatschen, ne? Also der Hausmeister und die Reinigungskräfte, die machen keine gute Arbeit. Social Studies of Science. Was soll das denn sein? Das ist, wenn die Bachelor of Arts auch noch ein bisschen Science machen wollen. Okay, das ist komplett Fritte. Oh, kann das sein? Das ist da hinten der obere Raum. Boah. Oh, fick doch. Alter. Nice, habe dann ja was zum Gucken. Ja, du bist herzlich eingeladen. Wie geht's dir? Wie geht's dir, Werbung machende Cola-Werbung? Ich hab keine Pistolenmunition.
Ich habe keine Pistolenmunition. Und ich muss in die Richtung gehen. Das ist wieder der erste Stock. Keine Munition zu finden. Ich verschwende doch jetzt keine teure Schrotmunition gegen so ein Mini-Vieh. Das ist doch vollkommen eine Verschwendung. Hier ist aber auch keine. Dafür habe ich 20 Maschinengewehrkugeln, aber kein Maschinengewehr. Ja. Was soll ich machen? Wie praktisch das doch ist, dass genau diese Zimmertür offen ist, oder? Hier sind immer Kisten, aber ohne mehr. Ich nehme die Brechstange mal wieder mit. Und die Schrotflintmunition. Ein Würfel. Apropos Würfel. 19. Mehr Schaden ist schon geil. Ich kann das ja mal machen. Ich habe keine Ahnung, was es bringt. Ob das auch effektiv was bringt. Ich wollte gerade sagen, es wäre jetzt die erste Tür. Ich werde gleich was ganz Nettes sagen. Endlich mal eine helfende Hand, Freunde. Endlich mal eine helfende Hand. Sind wir einzigartig oder eitel? Also ich bin einzigartig eitel. Hilft zwar keinem, aber bin ich. Ich speichere mal die Pistole. Leg die mal nach da und nehme jetzt die Herzanhänger. Speicherstand gefunden. Scheiß. Mike, sitzen bleiben. Aber wie geht's dir, Cola? Hab ich das schon gefragt? Hab ich das denke eigentlich, ich hab's gefragt. Wie geht's dir? So ein helfendes Händchen. Was kann man da verbessern? Verringert den Rückstoß. Erhöht die Schussrate. Wie hoch auch immer die Schussrate von der Waffe gerade ist. Erstmal den Raum sichern. Was hängt denn da Schwarzes an der Wand? B166er. Für Bigger. Was? Warum? B166er. Ich schreib's mal auf. Ob es irgendwie relevant wird, keine Ahnung. Oh, das Enigma-Ding. Nee, ist es gar nicht. Hat er was von
von Da Vinci Code. Ich lese das Schild da drüber sofort. Kurz nur mal abspinksen, was hier noch so alles ist. Vielleicht sollte ich doch wieder auf die Pistole wechseln. Gewehrkugeln und ein richtig großer Kackstreifen an der Wand. Das machst du einfach, wenn du kein Klopapier hast und du schmierst es einfach an die Wand. Einfach an die... Der Wasserhahn sieht ziemlich komisch aus. Die Textur passt nicht ins Spiel rein. Einfach nur so ein dicker Knüppel. Wiederholt sich nicht. Ist nicht lang. Hat die gleiche Anzahl an Buchstaben wie die, die in Tipp 1 entfernt wurden. Hat keinen Buchstaben E. Beginnt mit einem Konsonanten. Okay, also. Was ist nochmal ein Konsonant? Ich kenne Umlaute. Sind Konsonanten das Gegenteil von Umlauten? Nee, Konsonant. Ist das A, E, I, U? Ist das ein Konsonant? Ist natürlich jetzt hoffentlich nicht so, dass es in Portugiesisch andere Konsonanten gibt. Umlaut ist ja was anderes. Also hat keinen Buchstaben E. Das heißt, Pedro fällt weg, André fällt weg, Tomme fällt weg, Felipe fällt weg, Matteo, Bartolomeo. Dann bleibt noch, mein Stift schreibt ganz komisch, dann bleibt noch Tiago. Konsonanten sind alle Buchstaben außer. Ach, okay. Alles außer. Das heißt, Tiago kann, Judas kann. Ich habe die Vermutung, es ist Judas. Simao. Tiago haben wir zweimal. Joao ist zu wenig. Da ist nochmal Judas. Wiederholt sich nicht. Das heißt, Judas fällt weg, haben wir zweimal. Tiago fällt weg, haben wir zweimal. Hat die gleiche Anzahl wie die in Text 1, in Tipp 1 entfernt worden. Keine Ahnung, was sie damit meinen. Keinen Buchstaben E, beginnt mit einem Konsonanten. Genau, Judas darf sich nicht. Also, Pedro fällt weg, André fällt weg, Tomme, Felipe fällt weg, Matteo fällt weg, Bartolomeo fällt weg, Tiago haben wir zweimal fällt weg, Judas fällt weg, Simao. Simao. Hat aber. Also. Hello there. Joao kann es nicht sein, das ist ein Buchstabe zu wenig, also es ist Simao. Würde ich jetzt vermuten. Oh. Ha. Akutenshi, willkommen zurück. Warst du weg? Eigenartiges Metallstück. Das ist der Raumschlüssel. Simbabwe soll um diese Jahreszeit sehr schön sein, habe ich gehört. Du hast bei deiner Tochter geschlafen, hast sie ins Bett gebracht und bist einfach eingeschlafen. Mir geht's auch gut, Cola. Mir geht's auch gut. Und nochmal vielen Dank für die Werbung. Vielen, vielen Dank dafür. Ich finde es immer eines der größten Komplimente, wenn Leute mich so gut finden, dass sie mich weiterempfehlen. Ich wollte gerade kurz fragen, habe ich den Schlüssel mitgenommen, weil ich ihn nicht gesehen habe, aber ich habe ihn mitgenommen.
Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Wieso ist er so schnell? Also das hört sich an, als ob der genau neben mir stände, ne? Ich möchte nur mal sagen, das hört sich an, als ob der genau neben mir stehen würde. Und jetzt? Berühre das Bannsymbol. Hä? Muss ich jetzt irgendwie in Raum 404 fliehen? Kam der Raid von mir an? Ja, der Raid kam an. Mit der Aussage... Oh, guck mal, der Aufzug ist da. Mit der Aussage, dass du die Leute geschickt hast. Ah ja. Endboss besiegt mit dem Aufzug. Den bösen Evil-Aufzug. Also bevor wir weitergehen, mache ich mal ganz kurz wieder unsere typische Runde auf Etage 5. Zum Speicherpunkt. Aber bestimmt ein lustiger Raid, wenn alle schreiben, der Aufzug kam. Ja, waren super Raids. Also, auf der einen Seite war es jetzt komplett verwirrend und underwhelming. Der Angriff irgendwie.